Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich bei einem Videogipfel nicht auf eine finanzielle Unterstützung von EU-Staaten in der Corona-Krise einigen können. Grund dafür war eine Vetodrohung Italiens. Nach fast 6-stündigen Beratungen gaben die Staats- und Regierungschefs immerhin eine gemeinsame Erklärung zum weiteren Vorgehen ab. Wir haben die Eurogruppe gebeten, weiterzumachen und innerhalb von 2 Wochen einige Vorschläge zu unterbreiten. Und es wird uns die Möglichkeit geben, auf der Ebene des Rates die verschiedenen möglichen Maßnahmen zu diskutieren. Italiens Regierungschef Giuseppe Conte drohte vor der gemeinsamen Erklärung, diese nicht mitzutragen, da sie ihm nicht weit genug ging. Conte fordert mit Unterstützung mehrerer weiterer Staaten die Schaffung von sogenannten Corona-Bonds. Diese lehnt unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel ab. Italien ist das am schwersten von der Coronavirus-Pandemie getroffene EU-Land. Es hat einen großen Schuldenberg und damit den geringsten finanziellen Spielraum, um auf den Konjunktureinbruch infolge der Corona-Krise zu reagieren. Eine Verlängerung des Einreisestopps an den EU-Grenzen über die bisherigen 30 Tage hinaus schließen die EU-Staats- und Regierungschefs nicht aus.